Es sieht mega aus, aber was ist das? Eine selbstgemachte Kerze. Nein, wie abgefahren. Wer hat die denn von euch? Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen auf meinem Kanal Irines Boxen, Welt und Meer. Wenn ich jetzt hier etwas ins Bild halte gleich, dann wisst ihr, auf was ihr euch einlasst, oder? Ich habe eine dezent kleine Tasse Tee mir gemacht. Die hatte ich nämlich mal in einem Zuschauerpaket. Ihr seht mein Gesicht und ihr seht diese Tasse. Also, die ist nicht sehr klein. Also, ne, es könnte was dauern, was jetzt passiert. Ich nehme erstmal einen Schluck. Und zwar ganz drollige Geschichte. Die liebe Claudia, also Belladonna, This is Life, hat ein Trash-Wanderpaket ins Leben gerufen, mich dann natürlich direkt gefragt, wo ich mich sehr darüber freue. Also natürlich hat sie mich gefragt. Nein, der ein oder andere hat es ja schon mal mitbekommen. Wir haben ja auch sehr viel Kontakt miteinander. Und dann habe ich mich auch gefreut, dass sie gefragt hat. Ja, und was soll ich euch sagen? Gestern kam dann plötzlich, ich sitze mitten im Unterricht, kommt Bescheid, wo ist denn eigentlich unser Wanderpaket? So, ich denke noch so, wo ist es denn? So, plötzlich. Bei Irene? Und ich so, wieso bei mir? Was habe ich denn, ne? Welches Paket? Wo? Panik pur. Und ich konnte jetzt noch nicht nachgucken. Leute, ich sag's euch, ich habe einen Herzbumper gehabt auf dem Weg nach Hause. Denk, wo ist dieses Paket? Wo ist dieses Paket? Wo ist die? Weil man denkt ja direkt tausend Szenarien, ne? Hermes hat es verschlammt oder hat einfach angegeben, wäre abgegeben worden und ist überhaupt nicht so. Und wie beweise ich das dann? Ey, Leute, ich hatte Kopfkino. Zu Hause abgesucht, nicht gefunden. Ja, dann kam aber irgendwann mal das Rätsels Lösung. Es wurde ins Atelier gepackt. Und im Atelier bin ich nicht so oft zugegen. Von daher, wenn ich nicht weiß, dass es da liegt, komme ich da auch nicht auf die Idee. Es wird Zeit, dass es wärmer wird. Dann bin ich aber wieder öfters im Atelier. Aber auf jeden Fall, Ende der Geschichte, alles ist gut gegangen. Ja, ich habe auch ganz liebe Nachrichten von meinen Kolleginnen bekommen, die direkt sagen, ganz ruhig. Also, von daher, es ist jetzt da und es ist kein kleines Paket. Leute, Claudia, du hast gesagt, machst ein kleines Trash-Wander-Paket auf den Weg. Ja, dann gucken wir jetzt mal rein. Wie ihr seht, seht ihr mich ohne Brille. Ich hoffe, ich kann überhaupt erkennen, was ich da auspacke. Wahrscheinlich erst dann, wenn ich mir so vor die Nase halte. Aber ich habe halt wieder, ne, ihr kennt diese dusselige Lichtproblemgeschichte. Ich weiß wirklich nicht, woran es liegt. Ob es wirklich damit zu tun hat, dass gegenüber jetzt mehr Fläche frei wurde und dadurch das Licht irgendwie bei mir immer saudoof fällt, ich habe keine Ahnung. Und wie gesagt, noch weigert sich mein Mann, dass ich mir eine zweite Softbox hinstellen darf, weil wenn ich die anmache, werde ich nur von rechts beschallt, dann bin ich links im. Ach, interessiert euch doch alles gar nicht. Was erzähle ich denn der Schwit? Leute, Trash-Wander-Paket, was haben wir denn hier? Das sieht schon mal nach Lashes aus. Nein, ach, das ist doch, habe ich ja gesehen. Aber, nee, hatte ich das? Nein, kann ja nicht. Ist ja die erste Runde, ne? Ich muss mal eben was nachgucken. Sag's Das ist doch Leute. meine Verpeiltheit aktuell. Ist gut, dass Ferien sind. Also, ich habe jetzt gerade nämlich schon direkt mit Claudia geschrieben. Ich sage, Claudia, irgendwie weiß ich nicht. Ist erste Runde. Wieso? Ich kenne, aber nicht wissen, warum kennen. Meinte sie, das hast du gesehen und hast noch geschrieben, das wäre auf jeden Fall was für Antje. Deswegen hast du das bestimmt in Erinnerung. Und Leute, ich glaube sogar, dass ich das tatsächlich behalten werde, weil ich da so eine Idee mit habe. Das bleibt dann bei mir. Es sei denn, ich sehe denn, dass nach mir noch jemand mit Kind kommt. Dann schreibe ich das nämlich noch in die Gruppe und frage, ob derjenige oder diejenige es lieber hätte. Ansonsten, Leute, heute ist wirklich wieder so, alles stimmt nicht. Egal, egal. Irene tappt blind wie ein Maulwurf hier durchs Bild. Also wenn ihr meint, ich gucke euch an, ich sehe euch nicht. Obwohl, ich sehe euch nie. Ah, ich habe eine Beautybox. Mann, 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 wie bin ich nur zu ertragen? Genau. Ja, stimmt, da war ja was, da war ja was, das ist meins. Es tut mir für alle anderen leid, aber die ist meine. Ich erkläre euch auch sofort, warum. Das muss meine sein. Obwohl da schon Sachen drin sind. Aber Claudia sagt, die kann man nämlich austauschen. Ich habe nämlich selber von Twicey damals,
noch bei der Nicole Chiquitas Place drei so einzelne Monolith-Schatten gewonnen, habe die nie benutzt, weil ich das immer so unpraktisch fand, die da so rausnehmen. Wollte mir immer dann mal so eine Magnetplatte kaufen und irgendwie sich das nie ergeben. So, und die ist zwar gut schon benutzt, aber die bleibt definitiv bei mir. Da freue ich mich sofort tierisch drüber. Haben wir doch direkt schon das Erste. Pack mal da hinten. Direkt schon das Erste, was bei mir bleibt. Und werfen wir erstmal direkt wieder alles um. Oh, ey, heute ist ein Videotag. So, da sind dann nochmal so ein paar Kleinigkeiten drin. Und zwar einmal My Body Beauty Routine. Es ist ein Duschschaum, der auch sehr interessant aussieht. Aber ihr wisst doch, ich kann keine Duschgele, Bodylotion mehr. Oh, das ist ein toller Duft. Was bist du denn? Frangipani und Bergamottenduft. Detlef? Gerade war der... Oh, ist, vor allen Dingen ist es Butni. Aber da ich jetzt von Dani Sachen von Butni bekommen habe, wird da garantiert was drin sein. Ich habe es aber noch nicht auspacken können. Nein, deswegen, es wandert erstmal weiter. Dann Wassermelone verwöhnendes Duschgel hatte ich selber auch schon mal. Das ist richtig, richtig lecker. Ja, und Totes Meer von Dermazelle hatte ich selber auch. Und Diaderma Karottenöl Gesichtspflege. Nö. Also Karottenöl ins Gesicht? Nö. Also es wird wahrscheinlich so einen leicht bräunenden Effekt dann auch haben, so ähnlich wie Self-Tanning Drops, aber da ich da schon immer hochgradig fleckig werde, nee. So, dann haben wir eine schöne, nette kleine Blissim-Box. Hallo ihr Lieben, es ist so schön, dass ihr alle dabei seid. Vielen Dank. Lasst uns die Spiele beginnen und viel Spaß haben. Liebe Grüße, Claudia von Belladonna. Ja, wie schön. Oh, da kommen wir direkt. Tee entgegen. Was haben wir denn? Nach dem Essen. Soll das helfen, dass ich dann eher wieder abnehme? Dann nehme ich das sofort. Dann nehme ich eine Großpackung Yogi-Tee. Also vielen Dank. Da gucke ich gleich in Ruhe nach. Für jeden eine Kleinigkeit. Gucken, was haben wir denn da noch? Da sind wieder so Masken allerlei drin. Da gucke ich gleich in aller Ruhe, welche ich denn gerne nehmen möchte. Ich sage auf jeden Fall schon mal vielen, vielen Dank. Und ist da noch eine Karte oder ist das? Ach nein, das ist das von der Blissim Box. Okay, also dann wie gesagt, Dankeschön. Ich gucke nachher danach, welche von den Masken ich mir nehme. Da haben wir die nächste. Diese wunderschöne Box von Glossy Box. Die ist auch wieder schön gefüllt, ne? Also ihr habt da echt Tetris drin gespielt in den Sachen, ich muss das schon sagen. Also da kommt etwas mit einer Palette von Physicians Formula, die Butter Eyeshadow. Oh, die schaut aber auch sehr interessant aus von den Farben her. Aber da ich mir jetzt schon die Twicy genommen habe, lasse ich die drin. Josephine, den Lippenstift, den kennen wir alle oder fast alle. Dann von Rival de Loup Pro Collagen der Highlighter. Von Eyelure London Alessia, die Lashes sind das. Aber ich hatte als Tipp von der Claudia bekommen, ich sollte mir mal von Kiss die magnetischen holen. Das habe ich gemacht und die habe ich auch noch nicht ausprobiert. Von daher bleiben die dann im Paket. Das schaut nach etwas mit einem Monolidschatten aus. Yep. Das müsste von Wet n Wild sein. Ja, den habe ich selber auch mal in der Kollektion gehabt. Mega Farbe. Den Blush von Catrice, aber da habe ich in der Richtung im Moment so viele und werde durch CC immer noch so gut versorgt, also da muss schon echt das Knaller-Ding kommen, damit ich sage, ja möchte ich. Das sind diese Intimtücher, ne? Genau, die hatte ich selber mal in der Glow Comeback, die darf weiter. Ach
Ach ja, diese kleine von Revolution ist das, ne? Ja. Die Jelly Palette. Und zwar mit, was ist das? Highlighter, glaube ich, ne? Genau, Highlighter Palette. Schöne Farben, aber ich überlege, ob ich die weiter wandern lasse. Beziehungsweise ich habe etwas aus der Reihe. Ist das denn der Highlighter oder ist das das andere? Weil wäre ja schon schön, wenn die beiden zusammen sind, ne? Aber schon so viel in der Richtung. Nein, 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 nein. Man muss auch Nein sagen, Helene. Man muss auch Nein sagen. Könnte ich das mal so bei den Kühlschrankutensilien sagen? Nein, 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 nein. Hyaluronic Boost Roll-On. Ein Hyaluronserum für unterwegs und zu Hause vom Beauty Glam. Gucken. Das hört sich doch interessant an. Der Roll-On ist jederzeit anwendbar. Das Serum mit dem Roll-On-Applikator auf die Gesichtshaut, Hals, Augenpartie, Lippen und Dekolleté auftragen und sanft einmassieren. Nee, dann bleibt es drin, weil dann würde es über mein Make-up mit dem Magic Finish dann, wenn ich da rummassieren muss. Nee. Dann haben wir von Balea, den hatte ich schon mal, den Teint Perfektion optischen Sofortzauber. Ja, ist okay, aber mich hatte der jetzt nicht so umgeworfen. Ebenso die Mascara hatte ich auch schon. Ja, Magic Finish, aber es ist das Porzellanton und das darf weiter wandern. Das ist auch nicht so ganz meins. So, also die Sachen können dann wieder rein. Da bleibt nichts bei mir. Aber definitiv schöne Sachen. Das auf jeden Fall. Da kommt noch eine gelbe Box. Auch da wirklich voll bis ins geht nicht mehr. Bach Original Bachblüten. 2 Tropfen in ein Glas Wasser geben. Also sie sollen ja tolle Wirkungen haben, aber ich nehme schon so viel Nahrungsergänzungsmittel, deswegen geht das mal weiter. Palmolive Glamorous. Da ich diese Art Deo nicht benutze, wandert es weiter, weil normalerweise gebe ich sowas gerne immer meinem Mann, aber ich glaube, der möchte nicht nach Himbeere riechen. Obwohl, beim Duschgel nimmt er sich auch alles, was ich ihm hinstelle. Die hatte ich selber auch schon, das Urea Repair Plus. Nagellack darf auch weiter wandern. Anti-Pollution. Chloran sagt mir gar nichts. Also das sprühe ich mir dann einfach nur drauf. Okay, eigentlich sehr interessant, aber muss ich noch gucken, das kommt bei vielleicht. Ich muss erstmal googeln, was das genau darstellt. Dann Algology Micellenreinigungsgel, das wandert weiter. Ich weiß nicht, ob das Sachen sind, die mal in der Safis-Box waren, weil ich weiß, dass Heike, und die ist doch, meine ich, mit bei uns in der Gruppe drin, Heike ist kleine Welt, ja, die hat nämlich die Safis-Box sonst immer gehabt oder hat die immer noch. Diadermin Hochleistungspflegeöl. Aber da es für Gesicht und nicht für die Haare ist, geht auch das weiter. Laboratoire Hand Mist Moisturizing Handspray. Achso, ich zeige es euch eben erstmal. Hautpflege und Reinigungsformel. So oft wie nötig auf trockene Hände auftragen, gleichmäßig verteilen und verdunsten lassen. Ich hole mir mal eben kurz meinen Mann. Wartet mal. Schade, er sagte jetzt gerade, nö, er hat so viel jetzt mittlerweile, das kriegt er Zeit seines Lebens nicht aufgebraucht. Also wird es nicht getestet, es hörte sich mega spannend an. Aber ich überlege echt gerade sonst noch für mich, wie geht denn das runter? Du drückst so drauf, dann kommt das ist auch noch cool. Uah. Warte, ihr dreht hier so auf und zu, dann kommt das Ding rauf, runter. Das ist eigentlich total praktisch, wenn man eben. Man soll das, wie war das, verteilen und dann einfach nur verdunsten lassen. Ich finde das jetzt eigentlich total spannend, muss ich euch sagen.
Gar nicht mal, weil das jetzt hier irgendeine Handdesinfektion sein soll. Ich finde den Geruch davon mega. Das ist wirklich wie Parfum auf den Händen. Ich packe das eben auf die Vielleicht-Seite. Ich weiß nicht warum. Also einfach sagt mir mein Bauchgefühl, den möchte ich behalten. Und eigentlich sollte man doch auf Bauchgefühl hören, ne? Deswegen, wir gucken mal. Mühe kriege ich selbst meines Lebens nie aufgebraucht. Und spätestens morgen, übermorgen, Irene, haben wir noch was. Primer Drops. Davon habe ich aber noch genug. Die dürfen weiter. Und Pro Kollagen Lip Balm. Nicht so rum. Ne? So rum. Das heißt, ihr habt direkt, wenn ihr das mitbenutzt, habt ihr eine Pflege. Der reichhaltige Lip Balm mit wertvollen Pro-Kollagen. Kokos und Jojobaöl bietet einen pflegenden Schutzfilm. Ich habe an sich wahnsinnig viel in der Richtung. Und ich weiß auch noch nicht, ob das ob ich da nicht immer die ganze Zeit schlecke. Ich muss wissen, wie stark der Kokos ist. Das geht aber noch. Vielleicht. Oh Junge, Junge, heute habe ich aber schon viel auf vielleicht, ne? So, dann lasse ich die hier auch offen, bis ich mich entschieden habe. Das nächste. Boah, ich habe das mal noch jetzt mit dem im Kopf, ne? Dem da. Den will ich Hilfe. Aber sonst immer egal, egal. Männer halt. So, was haben wir denn hier? Wir haben Glückgläser. Haben wir Marmelade? Nein, was? Was ist? Bitte? Was ist das? Steht da eine Erklärung? Karte? Keine Karte. Es sieht mega aus, aber was ist das? Oh, eine selbstgemachte Kerze. Nein, wie abgefahren. Wer hat die denn von euch gemacht? Wie genial ist das denn, bitteschön? Vor allen Dingen für denjenigen, der es gemacht hat. Ich habe einen Tipp für dich. Man kann diese Schriftzüge hier, kennst du diese Schaber für bei Ceran-Kochfeldern? Damit kannst du super diese Schriftzüge abkratzen. Also ich rieche es jetzt nicht, aber die sieht schon mega aus. Aber ich denke, dass da beide Spaß dran haben werden. Ja, da merke ich irgendeinen Geruch. Bei der jetzt gerade noch nicht. Kann man mal riechen? Nee, also bei der rieche ich nicht, aber jetzt muss ich von den Farben her gucken. Aber ich bin total begeistert, dass da sowas reingepackt wurde. Aber wie gesagt, ich denke da auch wirklich dran, dass jemand anders genauso Freude hätte. Und ich entscheide mich dann jetzt tatsächlich, mir gefällt die Farbe eigentlich besser. Definitiv von den Farben her das. Aber in Anbetracht, wo ich sie mir ins Bad hinstellen werde, finde ich Regenbogen ein schönes Statement. Und deswegen bleibt sie bei mir. Vielen, vielen Dank. Also, wer auch immer die macht, oute dich mal bei mir. Da müssen wir mal miteinander connecten. Das finde ich mega. Ich liebe doch sowas. So, und hier sehe ich nochmal eine Palette. Und zwar die Peach Origin von Catrice. Mal die Mitspiegel? Ja. Die schaut so aus. Ihr seht jetzt gerade schon mal mehr als ich. Ja, tolle Farben, aber da habe ich wirklich so viel jetzt in der Richtung. Die darf weiter. Aber sehr gut, dass die so gut verpackt ist. Dann, da war es auf jeden Fall weitergeht, Nature Box, die Maske. What's that? Scheint irgendwie ein Armband oder was ist das? Oder eine Kette? Ey, ihr habt da so tolle, ungewöhnliche Sachen reingepackt. Wie cool. Ja, mein. Wenn die jetzt zugeht, mein. Warte, ansonsten habe ich ja die Verlängerung. Ich sehe jetzt gerade selber nichts. Spiegel, mal irgendwo ein Spiegel. Moment, ich brauche gerade einen Spiegel. Doch sehen, wie ich aussehe. Oh, so setze ich mich auf den Spiegel. Ich sehe das, ich kann nichts dafür. Das ist mein Leben. So. Ja, die bleibt bei mir.
Die muss ich zwar hier hinten eine kleine Verlängerung dran machen, damit die nicht ganz so eng am Hals sitzt, aber die bleibt bei mir. Das ist sowas Ungewöhnliches, das ist genau mein. Dankeschön. Muss ich gucken, was ich denn da als Ersatz rein tue. Mal gucken, ich habe bestimmt noch irgendwie was von Porelé in Gold oder so. Mega. Wen haben wir denn da jetzt in der Gruppe, der so kreativ ist? Genial. So, was haben wir denn noch? Da kommt mir noch einmal von Esprit. Nicht nochmal Schmuck, oder? Nochmal Schmuck. Und es kommt nochmal Schmuck. Ja, Hilfe, Leute. Guck mal, noch mehr Schmuck. Das sind kleine Fingerchen. Oh, Menü. Ja klar, ich könnte ihn da, aber da ist er eigentlich eher zu locker. Ach, wie schade. Da können sich die freuen, die... Oh mein Gott, das ist ein blaues Herz. Och, Menü. Also, falls die sich keine rausgenommen haben sollte, dann darf diejenige sich nochmal bei mir melden, bitte. Obwohl, nein. Ich muss da doch mal einfach bleiben. Ich würde es nicht tragen. Das ist Fakt. Obwohl, man sagt ja immer, man kann es auch hier tragen, ne? Aber ich finde, da ist der dann zu locker für. Nein. Und dann nehmen wir noch eine Kette. Die wäre jetzt wiederum aber nicht meine. Die ist auch sehr schön, aber das wäre jetzt nicht so mein Stil. Also von daher, die darf dann weiter. Aber toll. Tolle Sachen drin. Und von Veti Kaltwachsstreifen. Deckel, Deckel. So, tun wir das schon mal wieder rein. Wie gesagt, bei dem anderen muss ich mich noch entscheiden. Aber hier kommt noch mehr. Oh Gott, das ist so blöd, wenn ich nichts sehe. Ihr könnt euch das gar nicht vorstellen. Zum Anfang. Wie zum Anfang? Ich bin hier gleich am Ende. Eine kleine Stärkung. Ja, du weißt doch, Claudia, die Tasche möchte ich gerne zu Anfang behalten. Ja, da weiß ich ja sofort, was ich behalte. Ah, das ist nämlich total, das wollte ich mal immer haben. Guckt euch mal diese Köstlichkeiten an. Oh, ja, ganz schnell zu machen. Ganz schnell zu machen, Irene. Ganz schnell vergessen, dass du was gesehen hast. Darüber freue ich mich. Klasse. Winter Spice. So. Da sind Washi-Tapes drin. Wieso sind denn da Washi-Tapes drin? Habe ich irgendwas verpasst? Stand irgendwo, nehmt euch was oder wie? Also ich gehe mal fast davon aus, dass diese riesen Menge Washi-Tapes einzeln irgendwie gedacht sind. Ich muss das mal abklären. Und unter Umständen haben wir uns hier irgendwie draufschreiben, sind zum Nehmen. Und ich weiß es jetzt gerade nicht, ob man dann den ganzen Beutel nehmen muss. Ich denke es ja mal nicht. Giftboxes. Ach, was für eine... Na, ah! Ich wollte die eigentlich vorher nicht unbedingt nehmen. Aber ich muss mal eben, wartet, die Augengesicht, ja, weil passt auf. Tada! Muss ich nehmen, oder? Prösterchen übrigens nochmal. Also die müssen jetzt leider bei mir bleiben. Die sind total, also das ist ja Happy Easter. Ja, Easter ist fast vorbei. Aber wieso kann ich die denn nur zu... Ach, die kann man auch nach Ostern, oder? Oh, Leute. Was mache ich denn hier? Ja, Leute, ich glaube, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal so viel rausgenommen habe. Also auch vielleicht. Ich muss überlegen. Ich kämpfe mit mir. Was haben wir denn jetzt hier? Pff, Pandora. Nee, ist klar, aber ist jetzt nicht auch noch Pandora. Ach, oje, oje. Ich habe gerade schon verzweifelt versucht, Claudia zu erreichen. Habe schon geschrieben, darf ich dich jetzt stören? Kam keine Antwort. Ein paar Minuten gewartet. Ich traue mich nicht anzurufen, aber ich muss.
Habe mich angerufen, ist aber auch nicht dran gegangen. Die denkt sich, du kannst mich heute mal. Wir haben Samstagmorgen, ich mache gerade Rossmann DM Action. Hau mich tot. Alle unsicher. Ich will jetzt nicht beim Shoppingwagen gestört werden. Weil ich war mir jetzt nicht schlüssig, ob die Ketten. Ich hatte in Erinnerung, dass wir in der Gruppe da uns Fotos geschickt hatten und gefragt wurde, ob da Interesse daran besteht. Ich finde aber komischerweise diesen Chatverlauf nicht mehr. Also irgendwie mein Handy löscht irgendwelche Dinge, ohne dass ich was dafür kann. So, und jetzt wollte ich das halt abgeklärt haben, weil wenn jemand anders die schon haben möchte, bin ich jetzt nicht der Typ, der sagt, ich raffe und nehme mir einfach alles. Zumal ich auch schon diese grüne Kette habe. Aber ich muss sagen, gerade die beiden, auch so in dieser Kombi, die würde ich schon gerne behalten wollen. Deswegen, ich mach sie mir, ich lasse sie jetzt mal eben noch drauf für den Rest des Videos. So viel ist es nicht mehr. Kläre es in der Gruppe, also die wandert auf jeden Fall dann weiter schon mal diese Kette und dann kläre ich das dann auch wieder ab, inwieweit ich das behalten kann, darf, ob das schon reserviert ist, ich muss das irgendwie abklären. Ich habe jetzt hier noch zwei Taschen, da ist drin Gold 10 in 1 bei feuchtem Haar einsprühen. Oh, da geht das Telefon. Ah, Moment. So, liebe Claudia hat gerade sich gemeldet. Ich soll die beiden Ketten ja an meinem Körper lassen. Dann mache ich das auch. Und wie gesagt, diese wandert weiter. Zu den Washi-Tapes konnte sie nichts sagen. Also sind die wahrscheinlich von Yvonne reingekommen. Ich werde mir da einen hübschen raussuchen. Und den Rest dann weitergehen lassen. Obwohl das sind irgendwie, glaube ich, mehrere. Ich muss es einfach auch da, wie gesagt, in der Gruppe abklären. Und jetzt gucken wir hier weiter. Da waren wir dran. Da haben wir von Douglas Clear Focus Ampullen. Die finde ich auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Die sind auch noch, glaube ich, zu. Oder? Ja. Die möchte ich ausprobieren, weil ihr wisst, ich liebe Ampullen. Die werden ausprobiert. Kommen auch noch da. Ich glaube, da muss aber doch ein Teil von den anderen Sachen weg. So. Na dann noch. Also, da, ja, die Liquid Beauty Drops, die kommen auf jeden Fall direkt weiter. Die habe ich auch. Dann die Hypoallergenic Sans Parfum von Embryolise. Die darf auch weiter. A&M, die nährende Creme, darf auch weiter wandern. Obwohl, die sind gut, ne? Also, ich hatte die mal in Gelb. Die war klasse. Und dieser Pinsel kann auch weiter. Perfekt. Und dann haben wir hier noch ein kleines Täschlein. Oh, das ist also wirklich, das ist immer so viel drin. Das ist unglaublich. So. Es wird gefährlich. Ein Porelay-Schmuck, ein Ring. Aber, nee. Da habe ich wieder keine Chance. Das ist so schade. Also, ich hoffe, der Nächste freut sich, weil der ist toll. Von der Art her wäre das wirklich wieder sofort meiner gewesen. Hätte mir auch super gestanden, wenn jemand nur ein bisschen schlankere Finger hätte. Ja, nun, ich habe ja was anderes Schönes. Dann sind dort noch Ampullen drin, wenn ich das richtig sehe. Ja, und zwar auch von Dermazell Hyaluron Forte. Aber dadurch, dass ich jetzt die von Douglas schon habe, lasse ich die dann weiter wandern. Ebenso die Balea Maske Iced Berries. Die ist bestimmt klasse, duftet bestimmt toll, aber ich bin ja nicht so der Freund von diesen Masken, sondern ich liebe ja Tuchmasken. Pflegecreme You're the Sweetest darf auch weiter. Oh, wir haben so viel Schmuck da drin. Ich finde das so genial. Gambit Box Paris Louis Damas. Aber das heißt nichts. Es kann auch einfach nur das Case sein. Oh Gott, wie klein. Oh mein Gott. Ach so, das ist so ein In-Ear-Card. Das darf auch weiter. Zumal es eh Gold ist. Und die Sleek-Palette, die habe ich selber noch. So, dann sind wir durch, ne? Porelay wieder rein. Ich finde das so toll, dass da auch so viel Schmuck bei war. Ich freue mich da tierisch drüber. So, ich gucke jetzt mal in Ruhe, was ich jetzt behalte. Und muss euch auch noch zeigen, was ich denn einteile, was ich reinpacken werde. Also, da seht ihr, was ich behalte. Das ist die Kerze.
diese grüne Kette von Twicy, die Fresh Palette, dieses Spray, weil ich habe jetzt herausbekommen, Chlorane soll das Haar entgiften, also gut für Kopfhaut sein. Ich war erstmal etwas kritisch, beziehungsweise war mir nicht so ganz sicher, ob, ihr kennt ja meine Schuppenproblematik, ob ich mir da eher kontraproduktiv mithelfe. Aber ich habe so ein bisschen Hoffnung, dass es halt gut tut. Dann die Ampullen, diese kleinen Osterboxen, Giftboxes und halt dieses Desinfektionsspray für die Hände. Der Duft bleibt leider nicht so lange, wie ich gedacht habe. Und richtig pflegend finde ich es eigentlich auch nicht. Also je länger ich drüber nachdenke, doch, nein, ich habe gesagt, es bleibt jetzt bei mir und von daher bleibt es. Ich zeige euch dann mal ein Teil, was aber gleichzeitig mehrere Teile sind. Und zwar packe ich Mia Box, einen ganzen Teil aus einer Secret Box da rein und da sind dann auch noch hier von Et Rebelle Blush mit dabei und den Lip Twist. Ich denke mal, dass man sich das einzeln rausnehmen kann. Wer den ganzen haben möchte, nimmt die halt im Ganzen. Das sind dann 1, 2, 3, 4, 5 Teile. Von daher überlasse ich demjenigen, der daran Interesse hat, entscheiden, ob er sich etwas, ein Teil nur rausnimmt oder dann die gesamte Box. Ja, und dann halt die anderen Sachen auch. Ich habe hier Schmuck liegen, ich habe eine kleine Palette hier liegen, Creme, ein anderes Teil noch, ja. Ich glaube, die nächste wird da auf jeden Fall noch mal wieder eine Auswahl haben. Von mir aus geht das übrigens zu Nina, von Ninas Beauty Welt. Ja, dann hoffe ich, Nina, viel Spaß beim Auspacken und ich freue mich auf die nächste Runde.